Moin und herzlich willkommen zum Ich-Podcast. Dein Podcast für dein wahres Ich. Wir sind Martje und Stefan. Und wir schnacken mit dir über dein authentisches Leben, Human Design, Selbstheilung und Selbstentwicklung. Los geht's. Ich bin heute schon wirklich sehr gespannt, denn ich habe keine Ahnung, wo wir landen werden. Wir haben wieder eine wundervolle Interviewpartnerin, einen Gast bei uns, die liebe Christina. Hallo, oder eigentlich nenne ich sie Tina, ne? Hallo Tina. Hi Stefan, hi Martje, schön, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich. Hey, wir freuen uns auch. Hallo Tina. Genau. Tina ist Fachärztin für Allgemeinmedizin, ist große Kennerin der traditionellen chinesischen Medizin, hat sowohl in einer Kassenarztpraxis im Krankenhaus als auch in einer Privatarztpraxis gearbeitet. Ganz bewusst Vergangenheit, weil all das hat sie hinter sich gelassen, soweit ich das jedenfalls weiß. Wir haben jetzt auch ein paar Tage nicht mehr gesprochen, aber soweit ich das verfolgt habe, ist sie raus aus diesem ganzen System und nicht, weil sie sagt, irgendwie Ärztin sein ist doof, sondern ganz im Gegenteil, weil sie viele Erfahrungen gesammelt hat auf dem Weg, wird sie uns mit Sicherheit auch so ein bisschen erzählen, wenn wir sie auch ein bisschen fragen, die sie auf den Weg gebracht haben, auf dem sie jetzt ist. Sie hat auch mindestens ein Buch veröffentlicht. Mhm. Ne? Ja. Mhm. Und kümmert sich inzwischen um Ärztinnen der neuen Zeit, so nennt sie das so schön. Und was das ist und vieles andere, wird sie uns erzählen. Ja. Und ich fange einfach mal an mit der ersten Frage. Ansonsten lasse ich mal Martje den Vortritt bei Gästen, die sie gar nicht kennt. Aber vielleicht magst du noch mal aus deiner Sicht so ein bisschen deinen Weg erzählen, der dich jetzt dazu gebracht hat. Und dann auch das große Thema, über das wir heute sprechen wollen mit dir, liebe Tina, ist das Thema Selbstheilung. Was auch jeder, der dich kennt und vielleicht auch auf Facebook schon verfolgt oder da deine Inhalte konsumiert. Du machst ja viele Videos da und gibst viel Ideenpreis, die auch oftmals, sehe ich ja auch, sehr kontrovers sind, also für viele Menschen. Ich glaube, das machst du auch ganz bewusst, dass du manche so ein bisschen da antriggerst, was ich total gut finde. Aber erzähl doch vielleicht mal am Anfang, wie bist du überhaupt dazu gekommen? Du kommst ja auch aus einer Arztfamilie, ich glaube, das darf ich verraten. Von diesem typischen Werdegang, ich studiere Medizin und du bist ja auch aus deiner Familie, du hast ja ein paar Geschwister, auch nicht die einzige, die Medizin studiert hat und so weiter und so fort, jetzt zu dem Punkt, wo du heute stehst. Gerne. Ja, super Einleitung, Stefan. Und ich versuche es mal so ein bisschen den roten Faden nicht zu verlieren und rund zu machen. Also ich war und bin schon mein ganzes Leben lang an Gesundheit interessiert, aber auch natürlich daran, warum werden einige krank und warum bleiben andere gesund? Das hat mich schon wirklich mein ganzes Leben lang interessiert. Und da ich aus einer Arztfamilie komme, habe ich da immer schon bei meinem Vater, der ist Hausarzt gewesen, der ist erst seit einem Jahr in Rente. Und da habe ich immer schon so ein bisschen mitbekommen und fand das immer alles mega spannend. Und so bin ich dann auch, habe ich mich sofort entschieden, Medizin zu studieren. Fand das auch alles immer mega, mega, mega cool und habe alles fleißig gelernt. Also ich war eine brave Medizinstudentin, muss man sagen. Und dann in der Facharztausbildung, ich habe erst innere Medizin gemacht, dann habe ich Chirurgie, dann habe ich ganz, ganz viele verschiedene Stellen. Ich war in Hamburg, in Kiel, in Lübeck, also alles hier im Norden, weil ich den Norden liebe. Genau, wir haben ja mal ein norddeutsches Interview heute. Ne? Also genau. Und da habe ich ganz viele verschiedene Eindrücke gesammelt. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, das ist ja alles schön und gut, was wir ja hier machen. Aber es ist wirklich nicht so richtig das, was ich gedacht habe, was ich als Ärztin mache. Und ich hatte irgendwie so gespürt, es ist eine gewisse Art von Unzufriedenheit in mir, weil ich nicht wirklich richtig helfen kann mit den Tools, die ich habe. Und weil irgendwie zwei verschiedene Sachen. Erstens, ich konnte mit meinem Wissen aus der Schulmedizin nicht wirklich bei chronischen Erkrankungen, bei Befindlichkeitsstörungen und so weiter helfen. Und zweitens habe ich gemerkt, je mehr ich gearbeitet habe und ich habe immer, immer, immer mein Bestes gegeben, desto schlechter ging es mir selbst. Also es war irgendwie so, zwei Dinge, die mich gestört haben. Erstens, ich habe den Sinn verloren in dem, was ich tue, weil ich gemerkt habe, okay, Notfälle haben Spaß gemacht, weil, ich sage jetzt Spaß in Anführungsstrichen, weil ich da wirklich helfen konnte, weil ich gemerkt habe, das macht einen Sinn. Ich habe das gelernt, ich kann es anwenden und dem Patienten geht es besser. Aber in der Praxis
Und auch in der Klinik, ehrlich gesagt, waren so, so viele Patienten, denen ich mit den schulmedizinischen Methoden nicht helfen konnte. Im Gegenteil, es war teilweise in den Praxen so, dass ich damit gar nicht punkten konnte und die Patienten irgendwie so total unzufrieden nach Hause entlassen wurden. Und ich habe mich am Ende des Tages auch nicht gut dabei gefühlt, weil ich immer nur mein Bestes gegeben habe und mit den Methoden nicht weiterkam. Ich war also ziemlich unzufrieden und habe gedacht, oh, da so habe ich mir mein Leben nicht vorgestellt. Wo ist meine Leidenschaft geblieben? Ich war auch damals ziemlich ausgebrannt, weil ich ziemlich viel gearbeitet habe. Und wer mich kennt, der weiß das, dass ich damals richtig auch unter Dampf stand und richtig wirklich auch gut anpacken kann. Und irgendwann habe ich so gemerkt, so geht das nicht weiter. Wenn ich das so weitermache, dann gehe ich kaputt. Und im Grunde genommen kann ich meinen Patienten so auch nicht richtig gut helfen. Das heißt, ich habe in der Facharztausbildung gecheckt oder gemerkt, oder eigentlich habe ich ursprünglich gedacht, es liegt an mir. Das ist auch so eigentlich krass, weil ich dachte, scheinbar alle anderen schaffen es, aber ich nicht. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich habe das nämlich deswegen auch niemandem so richtig erzählt, sondern ich dachte immer, das ist irgendwie, ja, es liegt an mir. Und ich habe dann in dem Moment, da haben wir uns auch kennengelernt, eine kleine Auszeit genommen, auf meine innere Stimme mal das erste Mal gehört und in dieser Auszeit mal meine Fühler richtig ausgestreckt nach anderen Methoden. Da habe ich zum Beispiel die traditionelle chinesische Medizin kennengelernt. Da habe ich auf einmal plötzlich, weil ich plötzlich mehr Zeit hatte für mich, ganz, ganz viele Erkenntnisse gehabt und plötzlich gemerkt, wie ich früher eigentlich viel zu sehr funktioniert habe und viel zu sehr mit meinem Bewusstsein und mit meinem Gedanken bei den anderen war als bei mir selber. Und da habe ich auf einmal erstmal gelernt, was ich tun kann, damit ich gesund bleibe und glücklich bin. Also ich habe erstmal, verstehst du, den Fokus von den anderen weggenommen und auf mich gelegt. Das war für mich ein mega Game Changer. Also ich habe Verantwortung für mich und mein Leben übernommen. Und daraus ist so, so viel entstanden, weil ich habe dann die traditionelle chinesische Medizin für mich entdeckt, weißt du, die wirklich auch das ganzheitlich betrachtet. Und das habe ich dann auch schon angewendet. Meine Auszeit ging so 3 Monate. Ich habe dann meine Facharztausbildung weitergemacht, habe dann schon gewusst, ich mache eine eigene Praxis und habe dann plötzlich neuen Mut geschöpft und habe gemerkt, okay, es gibt doch was, was ich tun kann und wie ich das beides verbinden kann. Und dann habe ich immer weiter geforscht und auch zum Beispiel so systemische, integrative Therapie für mich entdeckt, weil ich auch so ein bisschen schauen wollte, wie kann ich mich in System aufstellen, wie kann ich mich vor allen Dingen auch aus meinem Familiensystem so ein bisschen meinen Standpunkt finden, weil es war für mich auch immer so, eigentlich dachte ich, ich übernehme die Praxis von meinem Vater und jetzt habe ich ja gemerkt, oh, es eigentlich passt gar nicht so richtig, ich bin gar nicht so wie mein Vater und ich möchte eigentlich ganz anders arbeiten oder ich habe eigentlich ein anderes Verständnis von Medizin oder ich arbeite eigentlich anders, wie soll das gehen? Also verstehst du, das war für mich gut und gleichzeitig konnte ich es bei meinen Patienten anwenden. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht, also ich habe dann meinen Facharzt fertig gemacht, dann habe ich mich selbstständig gemacht, meine eigene Praxis aufgemacht mit traditionell chinesischer Medizin, Akupunktur, Gesprächstherapie und das war einfach toll. Ich war so bin nach wie vor unglaublich glücklich, dass ich den Schritt gegangen bin. Und dann parallel kamen immer schon Anfragen von Kollegen, wie ich das gemacht habe und so weiter und so fort. Dann habe ich das Coaching angefangen. Und coache ich halt seitdem Ärzte, die auch sich irgendwie blockiert fühlen oder irgendwie einen neuen Anstoß brauchen oder sich selbstständig machen wollen oder whatever. Und gleichzeitig, und jetzt möchte ich den Abschluss finden zum Thema Selbstheilung, habe ich mich ja schon mein ganzes Leben auch damit befasst, was wir eigentlich selber für unsere Gesundheit tun können und wie chronische Erkrankungen eigentlich mit unserem Inneren zusammenhängen, weil ich da ganz, ganz intensiv Patienten betreut habe in meiner Praxis und auch schon in der Praxis, wo ich angestellt war und gemerkt habe, dass wir so, so, so viel für uns selber tun können, wenn wir es richtig verstehen. Und das ist etwas, was ich auch bis heute immer, da mache ich immer die nächste Fortbildung, noch nächste Fortbildung, weil mich das so sehr interessiert, weil ich gespürt habe, dass dieses Thema so ein Schlüsselpunkt ist. Und ich schließe gleich nochmal den Bogen. Das mache ich jetzt auch als Coachings. Also ich habe meine Praxis letztes Jahr aufgegeben, weil es immer mehr wurde mit den Coachings. Und seitdem arbeite ich halt über die Coachings und über, also online. Man kann auch zu mir nach Hause kommen, wenn man hier in der Gegend ist, aber meistens halt online, weil mich Kollegen aus ganz Deutschland anschreiben. Und jetzt möchte ich den Punkt schließen, warum ich da aus der Praxis raus bin und es mit dem Coaching mache, ist,
weil es in der Praxis schon noch ein bisschen immer so war, dass ich fand, das war auch immer noch so, dass die Patienten von mir abhängig waren. Und ich nicht, also mit den Coachings, die ich dann schon parallel gemacht habe, habe ich gemerkt, da habe ich viel größeren Impact. Also das, was ich dort tue, weil ich den Patienten, so, also weil ich oder Klienten oder meinen Mitmenschen einfach mitgebe, was sie für sich selber tun können, ist viel effektiver, ganzheitlich gesehen, auf alle Bereiche des Lebens, als dass ich Akupunkturnadeln setze und dann ist gut. Also da übernehme ich noch zu viel Verantwortung für mein Gegenüber. Also es hat ganz, ganz viel auch damit zu tun, wenn mein Gegenüber möchte, dass ich zeige, wie er selber für sich Verantwortung übernimmt und was er selber für sich tun kann, damit er nicht mehr abhängig ist von mir. Und das sind so Aspekte, die ich in meinen letzten Jahren gelernt habe. Und das setze ich um und das trägt auch unglaublich tolle Früchte. Ich finde das, ich hätte das ja nie gedacht, aber dass sich das alles so fügt und dass ich dadurch so, verstehst du, wieder mit Leidenschaft Ärztin bin, weil ich das tue, wofür ich angetreten bin, das erfüllt mich zutiefst. Und ich hätte nie gedacht, dass das, verstehst du, ich wollte eigentlich immer im System bleiben, ich wollte eigentlich immer Ärztin sein und jetzt bin ich Ärztin, aber halt auf einem anderen Weg und bin so meinen eigenen Weg gegangen. Das ist nur dadurch gekommen, dass ich halt eine große Leidenschaft hatte und gleichzeitig auch diesen Schmerz, dass ich es nicht dort, wo ich war, nicht sein kann. Und mit deinem Coaching bringst du ja jetzt quasi, also hast du ja noch einen größeren Impact, weil du ja auch noch viel mehr Ärzte auf den Weg bringst, oder? Die vielleicht auch nicht wissen, ja, ich mache das, ich hoffe, die meisten Ärzte treten an, ursprünglich, um Menschen zu helfen. Aber eben, ich denke, dass viele in diesem Hamsterrad landen und dann gar nicht genau wissen, wie sie da rauskommen. Oder eben, ja, merken, ich bin unzufrieden, aber gar nicht so genau, also eben auch noch das Bewusstsein brauchen, ich möchte was verändern. Und es gibt auch Alternativen. Ich kann auch anders arbeiten, mehr Menschen helfen, auf eine andere Art helfen und verliere trotzdem nicht das alles, was ich mir aufgebaut habe. Weil ich meine, so ein Medizinstudium ist ja auch nicht nur mal ein halbes Jahr. Es ist ja schon auch ordentlich Arbeit und Energie, die man da reingesteckt hat. Und das soll ja auch nicht verloren sein, das soll ja weiter genutzt werden können, ne? Ja, ja, genau. Also ich brenne halt für unseren Berufsstand, weil ich einfach, ja, das ist einfach so, weil ich weiß, wie wir Ärzte sind, weil wir, ich kenne eigentlich nur Ärzte, die mit dieser Leidenschaft antreten. Und es fasziniert mich, wie Ärzte einfach, ja, für etwas antreten, um anderen Menschen zu helfen und so weiter und so fort. Und es gleichzeitig tut es mir auch wirklich dann weh, wenn ich sehe, wie viele Ärzte kaputt gehen am System. Da können wir ansetzen. Also es liegt ja nicht an den Ärzten, dass das so ist, wie es ist. Es liegt an so vielen verschiedenen Gründen. Und ich habe das damals gedacht, dass es an mir liegt, dass ich irgendwie, was weiß ich, nicht gut genug bin oder irgendwie, ja, keine Ahnung. Und es war für mich auch schambehaftet, das Thema, dass ich dann sage, ich mache eine Auszeit. Ich habe gemerkt, es gibt ja, und das weiß ich, es gibt ja so, so, so viele verschiedene Ärzte. Stefan macht Notfallmedizin. Wir brauchen ja alles. Und das finde ich auch immer so wichtig. Ich sage jetzt nie, man braucht nur noch Alternativmedizin oder man braucht nur noch Schulmedizin oder whatever. Wir brauchen alles. Und wenn es Menschen gibt, die nicht für dieses System gemacht sind, dann gibt es aber, und das weiß ich mit Sicherheit, Nischen und Möglichkeiten, wie sie trotzdem als Arzt oder Ärztin arbeiten können und vielen, vielen Menschen helfen können. Ist es denn, und dann bringen wir mal so ein bisschen den Kreis oder den das Thema so Richtung Selbstheilung und diesen ganzen Sachen, du hast ja auch schon was anklingen lassen, aber mich interessiert vorher nochmal aus deiner Erfahrung, betrifft das alle Altersgruppen von Ärzten oder würdest du sagen, es ist vor allen Dingen die junge Generation oder die, die jetzt schon seit gefühlt 200 Jahren im System sind? Gibt es da Unterschiede? Das ist eine sehr gute Frage, Stefan. Ich war jetzt ja leider nicht in allen Krankenhäusern, aber ich kann von dem reden, was ich mitbekommen habe und was ich so höre. Es betrifft natürlich insbesondere die Jüngeren, weil ich aus zwei verschiedenen Gründen, würde ich sagen. Das heißt, betrifft. Es betrifft auch Ältere, aber die Jüngeren sind sich bewusster darüber, beziehungsweise sie, das muss man dazu sagen, ich bin mir bewusst, dass ich das Glück habe,
in einer Zeit groß geworden zu sein, dass ich mir um sowas Gedanken machen kann, sagen wir mal so. Ich kann, verstehst du, unsere Eltern oder die älteren Generationen, die mussten damals den Platz nehmen, der ihnen zugewiesen wurde, oder konnten glücklich sein, wenn sie einen Studienplatz hatten. Wir auch, okay, aber konnten froh sein, wenn sie dann Platz in der Facharztausbildung hatten oder whatever, haben dann das genommen, was da war. Und wir in unserer Generation, man findet überall einen Job, sage ich jetzt mal, und es hat sich einfach verändert. Es ist das weiß ich ja auch durch den Generationskonflikt mit meinem Vater, oder wie soll ich sagen, Konflikt, es ist eigentlich kein richtiger Konflikt, es ist eher ein unterschiedliches Denken. Mein Vater hat noch damals anders angefangen. Die haben ja noch viel mehr, in Anführungsstrichen, gearbeitet oder längere Zeiten am Stück. Aber da war ja noch nicht so viel an Pensum, was sie machen mussten auf einmal. Es waren die Liegezeiten nicht so kurz wie jetzt. Es war nicht so, so viel Bürokratie und das Ganze, was man machen muss. Verstehst du, es hat sich schon verändert, die Arbeitsbelastung, die junge Ärzte jetzt haben. Und natürlich werden jüngere Ärzte immer vom Bewusstsein, haben die sich verändert. Das heißt, ihnen sind andere Sachen wichtiger. Sie merken auf einmal, okay, es ist nicht, ich möchte gar nicht so arbeiten wie die ältere Generation. Ich möchte eigentlich verschiedene Dinge in meinem Leben haben und nicht nur das eine. Also es verändert sich von der Generation her und es verändert sich von den Ansprüchen im Krankenhaus her, also von der Arbeitsbelastung. Und deswegen glaube ich, dass es vermehrt Jüngere sind, die darüber nachdenken, etwas anders zu machen. Aber es hängt natürlich auch ein bisschen von der Persönlichkeit ab oder von zum Beispiel, ich hatte früher Probleme, als ich noch nicht wusste, dass ich eine gewisse Art von Hochsensibilität in mir trage, konnte ich mich schwer abgrenzen und all das und habe viel in mich aufgenommen und war am Ende des Tages total energetisch leer und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass das auch eine Rolle spielt, was man für ein Typ ist. Und von daher spielen da viele Faktoren mit rein und was man auch ja insgesamt für Persönlichkeitsmerkmale mitbringt. Ich bin jemand zum Beispiel, der übernimmt schnell Verantwortung, kümmert sich schnell um andere und all das sind Persönlichkeitsmerkmale, die dazu führen, dass man dass man eher erstens das eigene Energiekonto leer ist und zweitens, dass man schauen muss, wie gucke ich auf mich. Also all das sind so Faktoren, die ich auch mit meinen Leuten bespreche, wenn Ärzte zu mir kommen, was für Merkmale sind bei mir ausgeprägt und wie kann ich daran arbeiten, dass es für mich besser wird. Wie würdest du denn die zwei Begriffe authentisches Leben und Selbstheilung zusammenbringen? Das würde mich jetzt interessieren. Ja, sehr gute Frage. Pass auf, das hängt total miteinander zusammen. Warum hängt das miteinander zusammen? Weil in der heutigen Zeit oder in den letzten Jahren oder wie auch immer ist durch das Bildungssystem, was wir haben, wurden wir Menschen alle zum Funktionieren erzogen. Das heißt, es wurde gesagt, was richtig ist, was wir machen sollen. Es gab zu viele Regeln, als dass die Seele sich von alleine frei entfalten kann. Und das ist das, was wir jetzt in der Auswirkung sehen. Das heißt, viele Menschen tun Dinge, die sie gar nicht mehr möchten oder noch nie möchten, jemanden anders zuliebe oder weil sie müssen oder des Geldes wegen, haben sich also selber total verloren. Vielleicht haben sie sich sogar nie gefunden. Sie wissen gar nicht, was sie selber überhaupt möchten. Sie funktionieren im Zahnrädchen so lange. Und das ist natürlich dann etwas, dass sie ihr eigenes wahres Selbst unterdrücken. Und beim Unterdrücken des eigenen Selbst, weil sie funktionieren und es anderen recht machen, unterdrücken sie ja ihr wahres Selbst. Und dabei langfristig, das ist ja sozusagen mangelndes Selbstliebe oder gespürt zu dem eigenen Körper und so weiter und so fort, passiert, dass das Krankheiten auftauchen und so weiter und so fort. Das heißt, sobald wir aufwachen, und das passiert manchmal durch irgendeinen Schicksalsschlag oder durch irgendeinen Schmerz, der dann kommt, oder aber auch in der jetzigen Zeit dadurch, dass das Bewusstsein oder dass mehr Menschen sich überlegen, möchte ich das überhaupt und so weiter und so fort. Dadurch, dass wir aufwachen, merken wir auf einmal, ist das wirklich das, was wir wollen und so weiter und so fort, und stellen uns die richtigen Fragen und kommen dahin, dass wir authentischer werden. Das heißt, Authentizität hat damit zu tun, das zu machen, was du von innen wirklich, was deine Seele, was dein Inneres wirklich will, und mehr in Einklang zu dir selbst zu leben, und automatisch heilt dein System. Automatisch verschwinden Symptome,
die vorher vielleicht als chronisch krank und so weiter diagnostiziert und unterdrückt wurden, was aber eigentlich Botschaften des Körpers sind, dass es so, wie es im Moment läuft, vielleicht nicht richtig ist und so weiter und so fort. Verstehst du die Zusammenhänge? Mhm. Also ich habe das genauso auch bei mir selbst erfahren. Ich bin vor, keine Ahnung, 20 Jahren, weiß ich nicht, diagnostiziert worden mit einem Lipödem und das ist ja schulmedizinisch nicht heilbar. Es wird behandelt mit Lymphdrainagen und Kompressionstherapie, aber mehr passiert ja nicht. Dann gibt es noch andere Ärzte, die sagen, okay, man kann was absaugen, aber die meisten sind jetzt über Lymphdrainagen und Kompressionstherapie und darüber hinaus geht es nicht. Die sagen, man kann den Zustand erhalten im besten Fall und ansonsten wird es schlimmer. Und nachdem ich angefangen habe, ich habe das jahrelang so gemacht, ja, zweimal die Woche eine Stunde zur Lymphdrainage und den ganzen Kram und so, war schon nicht so schön. Und nachdem ich angefangen habe mit Persönlichkeitsentwicklung, die ja erstmal überhaupt nichts damit zu tun hatte, aber ich eben angefangen habe, hier einfach meinen Keller aufzuräumen und meine ganzen Themen zu bearbeiten nach und nach und nach, war ich dann die erste Patientin meines Arztes, der gesagt hat, sie brauchen keine Lymphdrainage mehr. Das ist auch so. Und ich dachte, ich denke, das geht gar nicht. Ich denke, das ist bis zum Tod so. Ja, ich habe auch sonst niemanden, sagt er, aber bei Ihnen ist es nicht mehr so. Und dann war ich jetzt noch, weiß ich nicht, 10 Jahre lang immer zur Kontrolle und ich habe nie wieder welche bekommen, weil es sich nie wieder verschlechtert hat. Und das fand ich schon sehr, sehr eindrucksvoll, weil das ja, ich habe ja nichts gezielt dafür getan, ich habe einfach aufgeräumt und bin mir auch sicher, dass eben viele andere Dinge genauso aufgeräumt werden können, um andere, wer andere Krankheiten hat, dass man die eben dann auch damit selbst heilen kann. Voll schön, herzlichen Glückwunsch. Danke. Ja, Körper, Geist und Seele arbeiten ja zusammen. Das dürfen wir einfach verstehen und nichts ist gegen uns. Wenn der Körper durch ein Signal oder ein Symptom irgendwas anzeigt, dann reagieren wir alt, also so habe ich früher gedacht, ah nee, das muss jetzt, das darf nicht sein, das müssen wir wegmachen, nehmen wir mal eine Tablette und was ist das? Und also sofort Widerstand und sofort wegmachen und nicht verstehen, sondern ja, das funktioniert nicht, so ungefähr unterdrücken und wieder zurück ins alte Leben. Mhm. So funktioniert es ja auch noch heute. Also ich meine, viele Menschen haben irgendwas Psychisches, sagen wir mal eine Depression, Burnout, sonst was. Die werden mit Tabletten erstmal in die AU nach Hause gesetzt, dann in die Reha und dann wieder zurück in den gleichen Job. Das kann nicht funktionieren, weil das keine Ursachenbehebung ist. Wir müssen schauen, warum reagiert der Körper so? Also der Körper sendet ja eine Botschaft. Er sendet eindeutig die Botschaft, so wie es im Moment ist, geht's nicht. Es ist eine Schieflage da. Und dann müssen wir schauen, und so hast du es richtig gemacht, Persönlichkeitsentwicklung, wie kann ich meine Baustellen aufräumen? Was heißt, wo ist in meinem Leben eigentlich Stress? Ist es in einer Beziehung? Führe ich eine Beziehung, die vielleicht nicht, die mich immer wieder unter Druck setzt oder wo ich nicht ich selbst bin? Mache ich in meinem Job wirklich das, was ich wirklich machen möchte? Unterdrücke ich mich für irgendwas? Also ein ganz großes Thema ist da auch immer eigene Unterdrückung, ne? Also das Unterdrücken, was ich eigentlich in Wahrheit bin. Und wenn ich mir das bewusst mache und die Themen auflöse, dann automatisch muss der Körper gar kein Signal mehr senden. Spannend, ja. Wie wichtig ist die Selbstverantwortung? Du hast das jetzt schon mal so anklingen lassen, aber aus deiner Erfahrung ist auch ein großes Thema, oder? Ja, Stefan, damit fängt es an, genau. Selbstverantwortung, das war ja bei mir damals auch das Ding, da, als ich diese Auszeit hatte, da habe ich plötzlich gemerkt, alter Schwede, ich habe alles in der Hand. Es liegt alles an mir. Es liegt alles an mir. Alles, alles. Also ich meine, dass das so gewesen ist, wie es war, war nur, weil ich das auch so mitgemacht habe. Weil ich dachte, das gehört so und ich muss es so machen. Und ich habe so viel gearbeitet, weil ich dachte, das ist alles so. Aber als ich dann gecheckt habe, es muss überhaupt nicht so sein. Und das sind meine Glaubenssätze. Und das ist das, was ich im Inneren denke, wie es zu sein hat. Und es fängt bei mir an. Ich entscheide. Ich bin verantwortlich für mich, mein Leben und meine Gesundheit und niemand anderes. Und als mir das klar geworden ist, da ist mir auch klar geworden, dass ich es selbst verändern kann, dass ich es in der Hand habe, dass ich wirklich diejenige bin, die entscheidet. Und deswegen ist
meines Erachtens, das ist genau, du sprichst das Hauptthema an. Das ist das, was so schief läuft, weißt du? Die Patienten, und das, ich meine, da kann man niemandem die Schuld geben, weil das haben wir so gelernt. Wir haben ja gelernt, wir gehen zum Arzt, geben die Verantwortung an der Tür ab und jetzt mach mich mal gesund. Ja. Ne? Also das ist das, wie ich es auch gelernt habe. Und das erstmal um, das Umdenken erstmal überhaupt in der Gesellschaft anzuregen, das ist natürlich erstmal, ja, da, das ist schwierig, weil erstmal kein Verständnis vielleicht da ist und vielleicht wollen das auch einige nicht. Man muss es ja auch wollen. Also es ist ja auch, weißt du, die Verantwortung dafür selber zu übernehmen, bedeutet ja auch vielleicht ein bisschen ja Aufwand oder wie soll ich das sagen? Und das wollen viele nicht. Und das kann ich auch verstehen. Das muss man schon wollen. Und wenn man das aber will und da bereit ist, dann kann man sein gesamtes Leben verändern. Ich glaube, es geht halt auch schnell von der Verantwortung rüber in die Schuld. Und dann, ich habe doch keine Schuld, dass ich jetzt so eine dumme Krankheit bekommen habe. Jetzt willst du mir noch erzählen, dass ich das selber so, das ist ja, da geht ja auch ganz schnell ganz viel auf Abwehr. Und dabei geht es ja darum gar nicht, es geht ja auch gar nicht darum zu forschen, warum ist das da, sondern wie kann ich das jetzt für mich lösen, ne? Ja, ist voll schön, dass du das ansprichst. Danke. Ja, genau. Das Thema Schuld. Jetzt bin ich selber schuld. Aber darum geht es nicht. Das Thema Schuld ist auch so spannend. Damit habe ich mich auch lange mit befasst. Das bedeutet einfach nur, es gibt eigentlich keine Schuld. Es gibt eigentlich nur, wenn ich jetzt die Verantwortung übernehme für das, was da ist, heißt das ja nicht, dass ich das mit Absicht gemacht habe. Ich habe mich ja jetzt nicht mit Absicht in diese Situation gebracht und mit Absicht. Ich wusste, es war einfach unbewusst. Ganz viele Sachen sind ja nicht bewusst. Das heißt, sie sind im Unterbewusstsein. Das kann man sich so vorstellen. Wisst ihr ja bestimmt auch, wie so ein nur die Spitze des Eisberges ragt oben raus. Das ist das Bewusstsein. Und das meiste ist unter der Wasseroberfläche. Und es ist uns einfach nicht bewusst, was wir gegen uns tun. Ganz oft, das war mir auch lange nicht bewusst, dass ich gegen mich handle, wenn ich die ganze Zeit Dinge tue, die mir nicht gut tun und so weiter und so fort. Und deswegen ist es auch niemandem schuld, sondern es ist einfach in dem Moment, wo wir die Verantwortung für uns übernehmen, können wir es ändern. Und deswegen ist es so wichtig, die Verantwortung zu übernehmen. Wenn ich die nämlich nicht übernehme, dann kann ich auch nichts ändern. Sehr gut. Erzähl doch noch mal ein, zwei Wörter. Ich habe ja am Anfang gesagt, Ärztin der neuen Zeit. Was hat es damit auf sich? Falls jetzt auch ärztliche Kollegen zuhören, die jetzt interessiert sind an diesem Thema, vielleicht magst du da nochmal so zwei, drei Wörter erzählen. Und du hast ja auch immer, ich glaube jetzt demnächst ist auch wieder ein Workshop oder so, du hast ja auch immer nochmal Workshops, die auch so in diese Richtung gehen. Da vielleicht muss man da nicht unbedingt Arzt sein, wenn man daran teilnehmen möchte oder Ärztin. Erzähl da bitte nochmal so zwei, drei Wörter. Ja, genau. Also genau, man muss nicht Arzt oder Ärztin sein. Wenn man Interesse hat, ist man bei mir herzlich willkommen. Ärzte der neuen Zeit oder ich bin Ärztin der neuen Zeit. Warum bin ich das? Weil ich den Bedarf der neuen Zeit sehe, weil ich sehe, was wir brauchen, weil ich fühle, was wir brauchen und weil ich mich dafür einsetze, was wir brauchen. Wenn ich weiterhin, und das könnte ich locker, ich könnte weiterhin in der Reparaturmedizin arbeiten, nur dann verpufft das Potenzial, was ich habe, weil ich habe, verstehst du, jeder hat ja sein anderes Potenzial. Es gibt jetzt Kardiologen, die haben das Potenzial, Notärzte, die haben das Potenzial und so weiter und so fort. Und ich bin, habe so eine gewisse Sensibilität, wo ich eben Ungleichgewicht und so etwas schnell erkennen kann und schnell spüren kann, wo die wahre Ursache ist. Und deswegen habe ich mein Potenzial erkannt und dann habe ich gemerkt, was wird gebraucht? Und dann habe ich gespürt, genau das wird jetzt gebraucht, weil die Menschen nach und nach aufwachen. Mit Aufwachen meine ich, dass sie merken, okay, lebe ich überhaupt das Leben, was ich leben möchte? Und macht das überhaupt noch Sinn, meine Symptome mit Medikamenten zu unterdrücken? Denn meines Erachtens ist das alte Medizin und neue Medizin ist, oder das, was ich meine mit Ärztin der neuen Zeit, ist nichts mehr zu unterdrücken. Das heißt, und da sind wir bei diesem Thema, wenn ich krank bin, bin ich falsch. Das ist ja das alte Denken. Es ist aber so, wenn du krank bist, dann ist das eine Botschaft deines Körpers, dass irgendetwas im ganzen System nicht stimmt. Das heißt, es ist nicht falsch. Nichts ist falsch. In diesem Leben macht alles Sinn. Und wenn wir das verstehen und dieses Unterdrücken unterlassen, das heißt, nichts mehr irgendwie wegmachen oder bewerten oder gleich sagen, nee, das sollte aber dies und so weiter, sondern statt dem Bewerten verstehen und
es als, manchmal, es sind, können Schutzmechanismen des Organismus sein. Es können, weißt du, verstehst du, manchmal macht es Sinn für den Körper, eine Zeit lang das zu haben, eine Krankheit zu haben, um dann, verstehst du, das, wenn man das wirklich mit dem Menschen bespricht, und das hört sich jetzt für die Zuhörer vielleicht komisch an, aber der Organismus, zusammengesetzt aus Körper, Geist und Seele, der macht nichts Sinnloses. Im Kleinen kennt man das vielleicht, dass der Körper manchmal eben durch Fieber eine Infektion durchstehen muss und dann ist er geheilt. Und wenn man zu früh eben gleich schon die Fieberzäpfchen und was weiß ich nimmt, dann kann der Körper das gar nicht heilen und dann ist da sowas Halbfertiges, nicht abgetötetes, irgendwas noch im Körper, was da rumfliegt. Und das ist ja nur etwas Kleines, ein kleiner Infekt. Und ich glaube, das kann man übertragen wahrscheinlich auf jedes große Thema, ne? Ja, genau. Danke fürs Beispiel. Und dann kann ich auch noch ein Beispiel von mir sagen. Ich hatte früher, als ich als Ärztin in der Klinik gearbeitet habe, da hatte ich starke Migräne. Und diese Migräneanfälle, die haben mich wirklich regelmäßig ans Bett gezwungen. Ich habe trotzdem gearbeitet, aber dann den Tag danach, musste nur liegen und im Dunkeln und so weiter und so fort. Das heißt, mein Körper hat sich Ruhe eingefordert, weil es war einfach zu viel. Und dann habe ich das natürlich noch bewertet, oh nein, jetzt funktioniere ich nicht weiterhin, Tabletten reingeschmissen und so weiter. Anstatt dass ich einfach, verstehst du, jetzt, ich habe keine Migräne mehr, seit Jahren. Ich weiß gar nicht, wann der letzte, es ist einfach weg. Und deswegen weiß ich, dass Körper, Geist, Seele miteinander zusammenarbeiten und das Allerwichtigste ist, nichts zu unterdrücken oder uns zu verurteilen oder sondern zu verstehen. Und das ist Selbsterkenntnis. Selbsterkenntnis nenne ich das. Und das ist Selbstheilung. Selbsterkenntnis, wenn ich verstehe meine Symptome, meine Gefühle, meine Ängste, wenn ich mich verstehe, dann kann ich mich annehmen, so wie es ist, und dann kann ich heilen. Ja, weil dann kann man sie ja gar nicht mehr weiter selbst kaputt machen. Das ist ja dann, das geht ja dann gar nicht, ne? Genau. Sehr schön. Wenn jetzt jemand sagt, wow, das ist so interessant, da muss ich mehr erfahren, wie kann ich Kontakt zu dir aufnehmen? Am besten über Mail, und zwar über info@intuitiv-gesund.de. Da antworte ich regelmäßig. Und ansonsten bin ich auch bei Instagram vertreten unter @healthy_dogs. Und bei Facebook habe ich auch ziemlich viele Videos. Da bin ich Christina Barbara Petersen, Coaching für Ärzte. Cool. Gut, das werden wir alles verlinken in unseren Shownotes dann, damit man die auch findet. Sehr gerne. Genau. Gibt es noch irgendwas, liebe Tina, wo du sagst irgendwie, oh Mensch, das haben die jetzt aber vergessen zu fragen, aber es ist mir total wichtig, das noch loszuwerden? Also, was ich wichtig finde, ist vielleicht zum Schluss ein kleines Abschlusswort. Das, was ich gelernt habe auf meinem Weg, ist, und was ich mitgeben möchte, wenn du jetzt zuhörst an den Zuhörer, vertrau dir selbst, vertrau deiner inneren Stimme, denn die weiß meistens den Weg. Meistens wissen wir doch ganz genau, was Sache ist und was uns fehlt. Und ganz oft ist es aber der Kopf, der sich dann einmischt und sagt, nee, das sollte aber nicht und das dürfen wir nicht und so weiter und so fort. Und ich kann nur sagen, dass als ich auf meine innere Stimme gehört habe, da hat sich mein ganzes Leben verändert. Wow. Perfektes Schlusswort. Perfekt, vielen lieben Dank. Fantastisches Interview. Und wir werden das alles verlinken in den Shownotes. Ich danke dir von ganzem Herzen, auch vor allen Dingen für dieses tolle Schlusswort. Mhm. Jeder, der hier zugehört hat, hat es gehört. Einfach mal machen. Denn nur so kann sich dann auch was verändern, indem man es anwendet und macht. Hören allein reicht halt nicht. Ne? Deswegen, wie immer, umsetzen, was du hier hörst und ins Leben bringen. Wunderbar. Ach, ich dachte, du hast jetzt Zuhörer. Was soll ich sagen? Du musst jetzt auch noch eine Bewertung und 5 Sterne geben. Das darf ja jeder gerne machen. Übrigens, die Tina hat auch einen schönen Podcast, können wir auch verlinken. Den gibt es noch, ja, ne? Ja, den gibt es noch. Siehst du, genau, wunderbar. Cool, dann hat es uns sehr gefreut, dass du uns hier zugehört hast, beziehungsweise hoffen wir, dass du davon ganz viel mitnehmen konntest. Wir freuen uns auch auf das nächste Mal, wenn du wieder reinhörst in den Ich-Podcast. Vielen lieben Dank und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Stefan. Tschüss, Martin. Tschüss. Hat dir diese Folge gefallen? Du findest mehr von uns auf www.identity-upgrade.de und www.martje.rocks.
Alle Links findest du auch in den Shownotes.